Zahlungseingang erfassen. Nach Erhalt des Zahlungseingangs sollte dieser im Programm erfasst werden. Dies ist insofern wichtig, als dass Sie sehen können, welche Rechnung noch offen ist und wie viel der Kunde noch zahlen muss. Nur in diesem Fall ist die Übersicht der zu mahnenden Rechnungen hilfreich und die Mahnungen können korrekt erzeugt werden. Hat ein Kunde beispielsweise zu einer Rechnung über 1000 Euro bislang nur 500 Euro gezahlt, so dürfen Sie auch nur die verbleibenden 500 Euro mahnen. Dies ist aber nur dann möglich, wenn Sie die Zahlungseingänge zu den Rechnungen erfassen. Die Erfassung der Zahlungseingänge ist auf verschiedenen Wegen möglich und benötigt grundsätzlich nur drei Informationen. Erstens, wann haben Sie die Zahlung erhalten? Zweitens, auf welches Bank- oder Kassenkonto haben Sie die Zahlung erhalten? Drittens, welchen Betrag hat Ihnen der Kunde gezahlt? Die einfachste Möglichkeit zur Erfassung ist, markieren Sie die Rechnung, zu der Sie eine Zahlung erhalten haben. Wählen Sie im Menü Zahlungen den Eintrag Bezahlen. Geben Sie an, wann Sie die Zahlung erhalten haben. Geben Sie an, auf welches Konto Sie die Zahlung erhalten haben. Geben Sie den Betrag an, den der Kunde gezahlt hat. Der gezahlte Betrag muss korrekt angegeben werden. Hat der Kunde die Rechnung komplett bezahlt, so müssen Sie nichts ändern. Hat der Kunde eine Teilzahlung vorgenommen, so ändern Sie den Betrag auf die erhaltene Teilzahlung. Hat der Kunde Skonto gezogen, so passen Sie den Betrag an und aktivieren zusätzlich das Ankreuzfeld Rest als Skonto. Somit wird der Restbetrag entsprechend ausgebucht und es ist keine Restforderung zu dieser Rechnung mehr offen. Mit Klick auf die Taste Buchen schließen Sie die Erfassung des Zahlungseingangs ab. Der Zahlungseingang ist nun erfasst und zur Rechnung ist nichts mehr offen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen viel Spaß mit Ihrem MSU-Programm.